Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe auf diesem Kanal. In dieser Videoreihe würde ich euch gerne Flutter ein bisschen näher bringen. Und gleich die erste Frage, was ist Flutter? Flutter ist ein Framework entwickelt von Google, um die mobile Entwicklung und Desktop-Entwicklung auf ein neues Level zu bringen. Das bedeutet, man entwickelt in Flutter eine einzige Codebasis und kann es auf so gut wie allen Geräten deployen. Das sieht man auch schon hier oben auf der Startseite von Flutter Dev. Multiplattform, Mobile, Web, Desktop, End. Das bedeutet so viel wie, es läuft auf Android, iOS, es läuft auf macOS, es läuft auf Windows, es läuft auf Linux und es läuft im Web. Der Vorteil daran ist, wie bereits erwähnt, man schaut einmal den Code, macht dann beim jeweiligen System nur minimale Anpassungen wie Permissions oder Zugriffsrechte und kann dann ganz einfaches für jedes System veröffentlichen. Das ist einer der Gründe, wieso Flutter derzeit eine ziemlich große Community hat. Es wächst und wächst und jedes Jahr kommen neue Features dazu. Zum Beispiel angefangen hat es mit Mobile, dann kam Web und Desktop. Desktop ist mittlerweile auch schon stable. Das heißt, man kann, wenn man möchte, eine komplett produktive App entwickeln und auch deployen. Man sieht auf der Startseite schon, BMW benutzt Flutter, Stadia benutzt Flutter, dann hier Firmen, die mir gerade nichts sagen, benutzen Flutter, aber hier zum Beispiel Google benutzt Flutter für solche Widget-Karten. Wenn man runterscrollt, sieht man auch gleich, es ist fast. Das liegt daran, dass Flutter in nativen Code das konvertiert. Das heißt, in Windows läuft es auf C++ und auf Android in Java bzw. Kotlin, auf iOS in Swift bzw. Objective-C, sowie auf iOS und iPad OS. Und der Vorteil an Flutter ist, man kann nativen Code in Flutter ansprechen. Das heißt, du kannst in iOS zum Beispiel auf Swift schreibst du Code. Und dann kannst du den in Flutter ansprechen über Channels. Oder du schreibst in C++ Code für Windows und kannst ihn dann in Flutter über Channels ansprechen. Das macht natürlich die Entwicklung sehr einfach, dass wenn man jetzt zum Beispiel macht ein Feature, man braucht den Batteriestand von dem Gerät und dann kann man einfach den Batteriestand auslesen in der Programmiersprache von dem jeweiligen Device, also in Kotlin, Java, Swift, Objective-C. Und sende es einfach an Flutter und Flutter sagt so, oh cool, danke, nehme ich. Also man kann wirklich native Sachen aus Flutter ansprechen, ohne in Flutter viel im Code zu ändern. Und wenn man noch ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man schon sehr große Kunden von Flutter oder beziehungsweise Firmen, die Flutter benutzen. Darunter zählt zum Beispiel Philips Hue, Toyota, Tencent, eBay, BMW, Alibaba. Also es gibt schon einige Firmen, die damit arbeiten, wie bei mir in der Firma zum Beispiel, da benutzen wir auch derzeit Flutter. Und Flutter wird von Dart unterlegt, also Flutter baut auf Dart auf, ist ein Framework für Dart. Und wie man sieht, vor kurzem wurde Flutter 3 veröffentlicht und es gibt wirklich schon viele Features, die Flutter hat, mit denen man eine App gut bauen kann. Gut, kurz vor der Installation, ich arbeite auf Windows und werde es auch als Windows-Applikation laufen lassen zum Testen und zum Zeigen. Zwischendurch ab und zu wieder mit Android oder vielleicht switche ich dann komplett auf Android. Es läuft aber wie gesagt auf Windows, macOS, iOS, Android, iPadOS, wo immer man auch möchte. So, die Installation ist eigentlich relativ einfach. Man geht hier oben auf Get Started, kommt dann gleich auf diese Installationsseite. Und solange man nicht in China lebt, gibt es hier Windows, macOS, Linux, Chrome OS zum Download, je nachdem wo man sich befindet. Es ist auf allen Systemen ziemlich ähnlich, aber ich bin jetzt auf Windows, deswegen klickt man auf Windows und dann hat man schon die ganze Anleitung, wie das funktioniert. Also hier ist System Requirements, dann was man alles braucht. Man braucht mindestens Windows 10, 64-Bit, man braucht mindestens 1,64 GB RAM, Disk Space, das sollte jeder haben. Und dann Flutter depends on zwei Sachen, einmal Windows PowerShell 5, das ist kommt mit Windows, und Git, falls man Version Control benutzen möchte. Muss man aber nicht. So,
Dann kann man hier einmal Flutter Windows herunterladen, entzippen in den Ordner seiner Wahl. Und am besten ist es, wie hier auch erklärt wird, in CSC Flutter. Ich habe es bei mir jetzt nur unter C Flutter direkt, habe keinen extra Source Ordner gemacht. Man kann natürlich auch sich das Repo direkt holen über Git Clone, was ich gemacht habe. Deswegen habe ich auch hier noch die ganzen Git Sachen dabei. So, wenn man es heruntergeladen hat, muss man noch seinen Pfad updaten. Das sind die Entwicklungsumgebungsvariablen. Die kann man auf Deutsch unter System-Umgebungsvariablen finden oder auf Englisch unter Environmental findet man auch schon direkt die System-Umgebungsvariablen. Dann öffnet sich so ein Fenster, klickt hier auf Umgebungsvariablen, dann öffnet sich noch ein Fenster und dann gibt es hier unter den Benutzervariablen ein Path. Sollte es keinen geben, drückt man auf Neu und erstellt eins, was genauso heißt. Großes P, ATH und dann der Wert der Variable kann man hier Datei durchsuchen, beziehungsweise in unserem Fall Verzeichnis durchsuchen und navigiert zu dem Bin-Ordner im Flutter-Ordner. Das ist ein Bin-Ordner, auf den referenziert man, weil da sind die wichtigen Batch-Dateien und normalen Dateien drin, auf die man braucht. Okay, dann okay, okay und nochmal okay. So, wenn man das gemacht hat, sollte es schon funktionieren. Dazu öffnet man die PowerShell und schreibt rein Flutter Doktor. Der überprüft das System und schaut nach, ob alles passt, was man braucht zum Entwickeln. Nicht erschüttern vom roten X in meinem Falle, aber wir gehen jetzt eh jeden Step einmal durch. So, erstens, Flutter funktioniert. Nona nicht, sonst wird der Flutter Doktor Befehl nicht funktionieren. Aber er sagt nochmal, welchen Channel man hat, weil es gibt Stable, Master und Development. Kann man, wenn man möchte, immer die neuesten Versionen haben, wenn man möchte. Braucht man aber nicht. Auf Microsoft Windows mit der Version und die Sprache. Dann Android Toolchain. Die Android Toolchain ist dafür da, um für Android zu entwickeln. Dafür braucht man Android Studio, um die SDKs herunterzuladen. Wenn man es öffnet, sieht das so aus. Klickt hier auf More Actions, dann auf SDK Manager und dann hat man hier einerseits mal die ganzen SDKs von allen Android-Versionen, die es hier gab. Ich habe jetzt mal 32, 12 und 8.1 runtergeladen, also 32, 31 und 27. Nur als Tipp, Android 8.1 ist eine Version, die man noch unterstützen sollte jetzt, aber nicht mehr lange, also in einem Jahr wahrscheinlich ist es auch schon nicht mehr wirklich aktuell, aber es gibt noch viele Geräte auf 8.1, deswegen habe ich die Version installiert und dann einmal die aktuellste Version, die public ist und einmal die Beta-Version, die jetzt im September rauskommen sollte, iOS 13, nein, 14. Gut, dann hier oben hat man außerdem seine SDK-Location, wo die SDKs hingespeichert werden und damit dieses Toolchain grün ist, braucht man einmal die SDK-Build-Tools, das Command-Line-Tool und die SDK-Platform-Tools. Wenn man die drei Sachen hat und installiert hat, sollte dann hier das Häkchen auch grün werden. Chrome ist bei mir rot, da ich kein Chrome installiert habe, aber man kann in Flutter auch mit Edge entwickeln, da Edge auch auf Chromium basiert und es geht nur darum, dass man in Chromium entwickelt und nicht in was anderem, da Flutter nur die Debug-Tools für Chrome hat. Gut, dann einerseits, wenn man für Windows entwickeln will, braucht man Visual Studio selber. Und da ein ganz spezielles Package, da Visual Studio ja aus Packages besteht mittlerweile. Man kann sich die Community-Version runterladen, die ist kostenlos. Und bei der Installation kommt man dann zu diesem schönen Feld hier, wo so ganz viele Sachen sind. Und hier benötigt man Desktop-Entwicklung mit C++. Und dann, um genau zu sein, das MSVC V143 oder 144, je nachdem welche Version ihr dann habt. Das ist dafür da, dass wir, wie schon dabei steht, die Build-Tools für Visual C. Und da Flutter in C++ bzw. C den Code hat für Windows, brauchen wir auch das, um das zu entwickeln.
Wenn ihr das installiert habt, dann sollte hier auch ein grünes Häkchen sein. Android Studio brauchen wir eh für die Toolchain, deswegen ist es grün. Ich entwickle in Visual Studio Code, deswegen ist es hier auch grün. Dann Connected Devices sollte mindestens eins verfügbar sein, bei mir zwei. Das sind einfach die Devices, auf denen wir entwickeln können. Also ich bin auf Windows, deswegen sollte mindestens eins da sein. Und das zweite ist Web, da ich eben die Edge installiert habe. Und dann HTTP Host Available ist dafür, wenn man HTTP Sachen machen möchte. Aber in diesem Fall ist das unwichtig für uns. So, dann haben wir alles durch. Habt ihr alles installiert? Kann man das schließen? Noch einen kleinen Einwurf, nur um sicherzustellen, dass ihr das versteht. Ihr müsst den Befehl jedes Mal nach jeder Installation neu aufrufen. Also das ändert sich nicht dynamisch. Das müsst ihr jedes Mal neu ausführen. Gut, jetzt haben wir Flutter installiert. Jetzt schauen wir uns noch die oder die Erweiterungen für die jeweilige IDE an. Wenn ihr Flutter entwickelt, braucht ihr natürlich Packages. Das ist einmal das Start-Package hier. Das braucht ihr. Auch für Debugging. Und dann braucht ihr einmal das Flutter-Package. Hier. Die beiden müsst ihr installieren. Und dann könnt ihr für Flutter entwickeln in VS Code. Wenn ihr lieber in Android Studio bzw. IntelliJ, das geht in beiden. Der Weg, wie man dorthin kommt, ist auch der gleiche. Man geht hier auf More Actions. Ah, nein, man geht hier auf Plugins, Entschuldigung. Klickt da drauf, geht auf Marketplace und sucht einmal nach Flutter und einmal nach Dart. Das ist irgendwo unten, da. Flutter und Dart. Wenn ihr Flutter installiert, sagt euch, ihr braucht Dart. Wenn ihr Dart installiert, müsst ihr Flutter händisch nachinstallieren. Also dann da drauf drücken. Danach neu starten. Da ich mit Visual Studio Code arbeiten werde, werde ich auch mich hier weiter aufhalten. Wenn ihr es lieber in Android Studio oder IntelliJ macht, könnt ihr es natürlich auch da lieber machen. So, dann kurz da. So. Hier habe ich einen Ordner, der ist Flutter unter YouTube für mich. Also ihr geht einfach in irgendein Verzeichnis, wo ihr hin wollt. Ihr könnt es auch am Desktop machen, wenn es euch lieber ist. Macht einen Rechtsklick und öffnet das Terminal hier. Beziehungsweise ihr könnt das Terminal auch einfach so öffnen. Klickt oben einmal in diesen Pfad rein, Rechtsklick kopieren. Schreibt hier CD für Change Directory, kopiert das rein, drückt Enter und seid auch in diesem Verzeichnis. So, um ein Flutter-Projekt zu erstellen, schreiben wir Flutter und dann Create. So, jetzt gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. Einerseits, der Name darf nicht groß sein, also darf keinen Großbuchstaben beinhalten, weil dann meckert er gleich, dass es kein Valid Dart Package Name ist. Weil ein Dart Package Name, also der Projektname, muss immer klein sein, mit kleinen Buchstaben beginnen. Das heißt, ich nenne es einfach mal YouTube Getting Started. Dann gibt es noch zwei Parameter, die vielleicht interessant sind. Das ist einmal -org für Organization. Das ist, wenn ihr den Standard Package Name von Flutter ändern wollt. Also normalerweise ist es, glaube ich, com.example. Nur Android und iOS, auch macOS und iPadOS haben einen Package Name, beziehungsweise bei Apple einen Bundle Identifier, der ist dafür da, um auf dem Gerät die Apps zu unterscheiden, sozusagen. Und ich schreibe gerne mein Land davor hin, also AT, und dann den Namen von euch zum Beispiel. Oder ich kann auch Felix schreiben. Aber ich benutze meinen YouTube-Namen, PageFound. Und das war's dann. Wer nicht, den dritten Teil, normalerweise habe ich einen Package aus drei Parts, also erster Part, Punkt, zweiter Part, Punkt, dritter Punkt, Part. Und hier wird automatisch von Flutter dann der Name hier eingetragen. Das müssen wir nicht händisch machen. Und dann kann man noch Plattform angeben. Da kann man dann schreiben, welche Plattformen man jetzt mit erstellen möchte. Wenn man nichts reinschreibt, erstellt er alle, also Web, iOS, Android, macOS, Linux, Windows. Wenn man hier angibt iOS, Android, Windows, dann erstellt er nur diese drei. Ist angenehm, weil dann braucht man nicht so viel unnötigen Müll mit erstellen, wenn man den nicht braucht. Ich habe jetzt mal iOS, Android, Windows erstellt. Beziehungsweise iOS kann ich wegnehmen, da ich eh nur Android und Windows benutzen werde in diesem Tutorial. Aber dann kann man das erstellen. Enter und dann erstellt er schon das Package mit allen Sachen
und schreibt auch, wie man die Applications runnen kann mit CD in das Verzeichnis und dann Flutter Run und wo nochmal unsere Applications liegt. Das war's aber schon, wir können es jetzt schließen und hier drinnen haben wir jetzt unser Projekt Windows und Android. So, wenn wir das öffnen wollen, Rechtsklick, dann eins zurück, Rechtsklick und dann öffnen mit Code. Oder ich gehe in Visual Studio Code, dann auf Open Folder und dann das Verzeichnis, wo ihr es erstellt habt. Ja, ich truste diesem Autor. Und jetzt haben wir hier unser Projekt. Auf den ersten Blick ist es vielleicht ein bisschen Overkill oder Overloaded für euch, aber es ist eigentlich ganz einfach. Die beiden Packages da oben sind für uns uninteressant. Das sind Metadaten für IntelliJ, wenn wir IntelliJ erstellen würden, beziehungsweise für dieses Start-Tool. Also für uns sind die beiden Ordner uninteressant mit dem Punkt davor. Dann haben wir hier unseren Android-Ordner. Das ist wirklich eine Android-App, so wie man sie kennt, wenn man sie mit Android Studio erstellt. Ist genau die App so aufgebaut. Es gibt die Build-Gradles, es gibt den Gradle-Wrapper, es gibt die ganze App, SEC, Main, Kotlin, Java, Android-Manifest. Also es ist wirklich ein ganz normales Android-Projekt. Dann haben wir hier einen Lib-Ordner, den schauen wir uns gleich an. Da gibt es einen Test-Ordner. Man kann nämlich, Flutter unterstützt Widget-Tests, also das Testen der App, wenn man das möchte. Ich brauche das nicht, deswegen lösche ich diesen Ordner gleich mit. Und dann gibt es den Windows-Ordner. Der tut mit CMake das Projekt für Windows kompilieren, also wirklich komplett kompilieren, also alles. Man sieht auch hier die ganzen C++-Dateien, die Header-Files. Das App-Icon kann man hier austauschen. Und wirklich nur dieses App-Icon, diese .ico austauschen, dann hat man schon ein eigenes App-Icon. Und dann gibt es hier die Git-Ignore, wie man sie kennt, für Git. Dann sind hier Meta-Dateien, Meta-Package-Dateien, eine YAML für Analysis-Sachen. Man kann nämlich Lint-Rules hinzufügen, wenn man möchte. Ist auch hier eine kleine Erklärung dabei. Dann gibt es die Pub-Spec-Log. Das ist, welche Packages, in welcher Version wir sie benutzen. Dann haben wir eine Pub-Spec-YAML, die ist auch interessant, die werden wir uns auch gleich anschauen. Dann gibt es das Markdown-File, Markdown, Markup, was ist das nochmal? Markdown, glaube ich. Und dann eine IML, die haben uns auch wieder nicht interessiert. So, schauen wir uns zuerst mal die Pub-Spec kurz an. Hier drin wird alles definiert, welche Packages wir benutzen, welches SDK benutzen wir, welche Flutter-Version benutzen wir und so weiter und so fort. Tu mal alle Kommentare weg. So, das ist eigentlich die ganze Pub-Spec-Datei, wie wir sie benutzen werden. Pub-Spec ist eigentlich einfach nur das Package-File, was einfach sagt, welche Versionen, Packages und so weiter wir nutzen wollen. Standard ist auch Cupertino-Icons dabei. Das kann man rauslöschen, braucht man nicht. Jedes Flutter-Projekt basiert von Haus aus auf Material Design. Also die Materials-Icons sind immer dabei, deswegen sind auch die Cupertino-Icons dabei, wenn man möchte. Und ja. Flutter-Lint ist eben das, was jammert, wenn man nicht den Coding-Schreib-Richtlinien von Flutter folgt. Klassen, Dateien können klein, Klassennamen können groß. Private Variable mit Unterstrich und so weiter und so fort. Aber das werden wir uns alles später nochmal anschauen. Also, ganz oben. Wie heißt unser Projekt? Das sollte man am Anfang gleich festlegen, weil das später zu ändern dann in manchen Dateien zum Fehler führt. Deswegen am besten gleich von Anfang an einen Namen definieren und dann die Description wie über Projekt irgendeine kleine Beschreibung. Lasse ich meistens einfach so, wie das ist, weil sieht eh keiner. Dann Publish To ist nur interessant, wenn man seine App keine richtige App ist, sondern nur ein Package für andere. Dann kann man hier sagen Publish To PubDev, dann wird es zu PubDev als Package hochgeladen. Dann die Versionsnummer von unserer App. Dann welches Flutter SDK benutzen wir, welche Minimum-Variante benutzen wir, welche Maximum-Variante, also Version. Dann sind hier die Dependencies, eben hier zum Beispiel Cupertino-Icon. Das Flutter SDK. Dann Dev Dependencies sind Erweiterungen, die sind aktiv oder sind benutzbar im Debug Mode. Also wir können jetzt in der
im Command Line Befehle ausführen. Aber wenn wir dann das Projekt ein Release-Build erstellen, werden die nicht mitgeschickt. Also die bleiben dann hier, wenn nicht mitgeschickt, genau. Und dann hier unten eben Use Material Design als Standard-Tag. Das lässt man einfach so, wie es da steht. Genau. Zu den Packages ein kleiner Einwurf. Wer Packages sucht, pub.dev, das sind alles Flutter-Packages, die es gibt, also die offiziell verfügbar sind. Steht auch die Official Package Repository for Dart Flutter Apps. Das ist so wie das NPM für Node. Gibt es ja auch das npmjs.com. Das gleiche ist Dart, also pubdev, für alle Flutter und Dart Erweiterungen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Main Dart. Im lib-Ordner kommen alle .dart-Files rein, mit denen wir die entwickeln, mit denen wir entwickeln, also die ganzen Erweiterungen. Hier kommt alles rein, was entwickelt wird von uns und so weiter und so fort. Es sieht jetzt am Anfang ein bisschen überladen aus, aber ich gehe mit euch jetzt kurz einmal alle Zeilen durch, weil er ist ein bisschen überladen, aber wir gehen schon durch. Also ganz oben die Imports, wie in jeder Programmiersprache, alles, was wir benutzen wollen. In diesem Falle wie immer Material, das heißt Material Design. Es ist ein Package, kommt von Flutter und heißt material.dart. Man kann auch normalerweise reingehen, wenn man einen das interessiert. Da steht alles drin, was es gibt, aber uninteressant. So, jeder Einstiegspunkt, wie in jeder anderen Programmiersprache, ist Main. Das heißt, da gehen wir als allererstes rein, bevor irgendwas passiert, gehen wir in diese Main rein. So, in der Main steht dann Run App. Also starte die App mit dem Namen My App. Hier haben wir die Klasse My App, also führe die App bitte aus, die hier definiert ist. Und hier sind jetzt noch nur Kleinigkeiten definiert. Das schauen wir uns dann gleich an. Also einmal der Konstruktor mit dem Key. Und dann wird hier schon das einzige überschrieben, nämlich die Build-Methode. Die Build-Methode returnt eine Material App, also eine App mit dem Grunddesign einer Material App. Diese App hat einen Titel, nämlich Flutter Demo. Sie hat ein Theme, nämlich eine Primary Color, nämlich dieses typische Blue, dieses Material Blue. Und als Home, also als Startseite, hat sie My Homepage und gibt da den Titel mit, nämlich Flutter Demo Homepage. Das und das ist ein bisschen zweideutig, aber das hier ist für was anderes. Das ist wirklich für den Titel der App selber. Gut. Dann hier gibt es einmal die Startseite sozusagen. Und wenn man jetzt hier runter geht auf die Seite, steht schon hier einmal Stateful Widget und da oben Stateless Widget. Ein Stateless Widget ist eine Sache, die sich nicht verändert. Das heißt, alles, was sich hier drin verändert, muss dann die App neu gestartet werden oder restartet werden. Alles, was sich hier ändert, also alles, was hier passiert, hier kann sich was ändern. Also hier darf sich die UI nicht ändern. Also das Grundbaustein muss immer diese Material App sein, aber in dieser App gibt es einen Teil der App, der sich verändern kann. Also Stateless ist Statusless, also es darf sich nicht verändern. Stateful darf sich verändern. So, dann gibt es hier wieder den Konstruktor. Hier wird der Titel mitgegeben. Required heißt, muss man mitgeben. Dann wieder Super Key. Dann haben wir hier ein Final String Title und dann hier den State von dieser Page eben, weil es Stateful ist. Stateless braucht das nicht. Ihr seht, es ist nur eine Klasse. Stateful besteht einmal aus dem Hauptteil und einmal aus dem jeweiligen Status oder State dieser Seite. Genau, hier ist der Titel. Und ihr seht, wir benutzen den Titel gar nicht und geben ihn auch nicht mit. Wieso das so ist, kann ich euch dann gleich zeigen. Gut, dann gehen wir hier in diese My Homepage State Klasse rein.
Hier gibt es einen Counter, der ist auf 0. Kennt man. Dann Increment Counter und eine Methode, die heißt erhöhe den Counter. Hier sagen wir dann Counter plus plus. Und setState sagt der UI, update bitte die UI jetzt. Ich habe was geändert. Also du den Counter plus plus rechnen und dann aktualisiere das, die App UI, also update die UI. Ich werde das dann gleich noch einmal kurz zeigen. Und dann ist hier die Build-Methode, die ein Scaffold hat, eine App-Bar und ein Center, eine Column mit einem Text und das war's eigentlich. Und einem Floating-Action-Button. Aber bevor ich das alles jetzt erkläre, tun wir einmal kurz die App mal starten. Hier unten sieht man, ist es Windows ausgewählt. Ich könnte auch das Pixel 5 starten. Und ja, also suchen wir mal Windows und zum Starten kann man einfach F5 drücken. Vorher sollte man aber hier noch unter Run and Debug eine Launch-JSON erstellen, einfach für die Bequemlichkeit. Sollte es nicht automatisch passieren, wählt ihr einfach Dart aus, Dart und Flutter in dieser Dropdown, da kommt ein Dropdown, da kann man das dann erstellen. In meinem Fall wurde es automatisch ausgewählt. Aber ja, so, Windows ausgewählt, wir drücken F5 und dann kommt auch schon Launching, Building Windows Application. Dann kommt ganz viel Code hier, was gemacht wird, der Output. Oder man geht hier auf Debug Console, dann hat man die schönere Variante, wo man alles sieht. Und das erste Mal dauert natürlich ein bisschen, weil er jetzt die komplette Windows App von Null an bauen muss. Dauert dann je nach PC 10 Sekunden oder 10 Minuten. Und es ist am anderen Bildschirm mein Programm aufgegangen und man sieht hier, das ist die App. So, wer Code lesen kann, sieht, dass es eine App ist, die einfach nur hochzählt. Für alle anderen noch einmal ganz kurz. Scaffold ist alles, was man sieht. Ich tue das mal kurz an die Seite, dass man das nebeneinander sieht. So. Also ein Scaffold ist alles, was du siehst. Also so ein Gerüst sozusagen für die UI. Dann gibt es eine App-Bar, die kann man hinzufügen, ist nicht required. Kann man aber hinzufügen. Über den Parameter App-Bar geben wir diese App-Bar mit. Das ist da oben dieser blaue Streifen. Und ihr seht hier Widget.title. Widget gibt es immer, da es ein State von meiner Homepage ist, gibt es immer ein Widget. Und der Title ist von da oben, also wir greifen über Widget auf die darüberliegende Klasse auf den Title. Dadurch müssen wir das nicht mitgeben über die Konstruktoren. Und da steht eben drin Flutter Demo Homepage. Wenn wir es hier reinschreiben, Flutter YouTube Homepage und drücken STRG S, aktualisiert sich das automatisch und ihr seht Flutter YouTube Homepage. Dann gibt es hier ein Center, das zentriert einfach alles in der Horizontalen. Dann haben wir ein Column, das tut mit Centern in der Vertikalen. Hat Childrens vom Type Widget. In Flutter ist alles ein Widget. Ein Scaffold ist ein Widget, eine App-Bar ist ein Widget, Center, Column, Text, alles ist ein Widget. Alles basiert auf Widget. Wenn man mal reingeht, sieht man auch, es extended von Widget, also Stateless Widget und Stateless Widget basiert auf Widget. Also alles in Flutter ist ein Widget. Deswegen wird alles aus Bausteinen zusammengebaut sozusagen. Und ihr seht, hier haben wir einen Text, einen konstanten Text, der ändert sich nie. Und hier haben wir einen Text, der sich von Counter den Wert holt. Und über Dollar und den Anführungszeichen ist es einfach nur eine String Interpolation. Dadurch muss man den Int nicht extra in den String casten, weil es ja eben schon ein interpolierter String ist. Also muss man den extra parsen. Hier geben wir noch einen Style mit, nämlich Text Theme Headline 4. Das sind zuvor definierte Themes, die es gibt von Flutter. Und dann haben wir einen Floating Action Button. Das ist der hier unten. Ihr seht auch Tooltip, wenn ich drüber habe, steht der Increment. Sein Child, also sein Sohn sozusagen, also sein Kind, ist dieses Plus. Man kann hier auch statt Icons Add, kann man auch Icons irgendwas nehmen. Das sind alle Android und
iOS-Icons, weil eben Cupertino-Icons ist importiert. Das heißt, Icons wurde erweitert um die Cupertino-Icons. Man kann auch iOS schreiben, dann sieht man die ganzen iOS-Button oder zum Teil alle iOS-Button. Man kann zum Beispiel den Share nehmen. Und mit Speicher sieht man, das ist der iOS-Share-Button. Const, weil er ändert sich nicht. Und dann onPress führe IncrementCounter aus. Und das ist ja die Methode, die da oben definiert ist. Und das heißt, draufdrücken, erhöhe den Counter. So, jetzt haben wir eine Änderung gemacht, zum Beispiel da oben irgendwo. Wir haben jetzt hier nicht Flutter Demo stehen, zum Beispiel Flutter Hallo. Aber das Speichere würde sich jetzt in diesem Falle nichts ändern. Und dafür gibt es oben dieses grüne Ding, das ist ein Hot Restart. Speichern ist ein Hot Reload, steht hier, Reload one of 585 Libraries in bla 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 Milliseconds. Das ist ein Hot Restart. Unterschied, Hot Reload tut nur diese UI an der Stelle updaten, Hot Restart tut wirklich die App komplett neu starten. Das seht ihr auch daran, dass sich jetzt der Counter wieder zurückgesetzt hat. Bei einem Hot Reload ändert sich nichts, ich kann jetzt ganz oft S drücken, ändert sich nichts, Hot Restart startet die App von vorne. Ja, das ist jetzt einmal der kleine Einstieg in Flutter. Im nächsten Video werden wir uns dann unsere kleine erste Mini-App bauen. Mal schauen, was mir einfällt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir hören uns im nächsten Teil.